Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Dieser Satz verbindet die Hoffnung und Vorfreude im DFB-Pokalwettbewerb, das Endspiel in der Hauptstadt zu erreichen. Bayern-Trainer Niko Kovac kennt den Spruch seit seiner Kindheit. Und für den Trainer und seine Mannschaft geht es schon vorher nach Berlin. Zum Achtelfinale gegen Hertha BSC, den Ex-Club von Niko Kovac, der in Berlin zur Welt kam. Die Münchner wollen zum 11. Mal in Folge ins Viertelfinale einziehen. Doch die Bilanz gegen Hertha BSC sorgt für Bauchgrummeln. Seit September 2016 konnten die Bayern nicht gegen die Berliner gewinnen. Beide Mannschaften müssen zuvor ein Negativerlebnis verarbeiten. Denn sowohl der FC Bayern als auch Hertha BSC verlor am zurückliegenden Wochenende in der Bundesliga. Doch der Pokal ist bekanntlich ein anderer Wettbewerb. Die Favoritenrolle liegt bei den Bayern, die in der Liga als Dritter 6 Plätze vor den Berlinern stehen. Kleine Besonderheit, Niko Kovac stand als Trainer mit Eintracht Frankfurt zweimal hintereinander im Endspiel. Am Mittwoch um 20.45 Uhr beginnt das Achtelfinalspiel. Als 18-maliger DFB-Pokalsieger können die Bayern einen wichtigen Schritt machen, um dann zum Endspiel am 25. Mai erneut nach Berlin zu fahren.